Where next? From the temples high of man's ear and eye. It has to be the Taoic Public Library, doesn't it? You say so. Endlich ein Ziel. Wunderbar. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile rumgefahren, habe schon zwei versteckte Fahrzeuge in der Zwischenzeit gefunden. Und wollte mich gerade mal aufmachen, ein Ziel anzuvisieren hier drüben, aber das lasse ich dann wohl. Die Stadtbücherei darf es sein. Gut, dann... Ach, die ist schon markiert. Danke. Das ist freundlich. Dann machen wir uns mal mit diesem schönen Fahrzeug, das ich hier gerade gefunden habe, den versteckten, auf den Weg. Und wollen mal schauen, was es diesmal bei der Stadtbücherei zu erledigen gibt. Hoffentlich nicht wieder irgendwelche Balanceakte. Das ist nicht gut umgesetzt in dem Spiel. Das lässt sich nicht schön weg da machen, muss ich sagen. Ich dachte gerade, Galloway ist rausgefallen, aber es war doch irgendwas anderes. Ich glaube, dann hätte es auch mehr Rums auf dem Boden gemacht, wenn Galloway rausgefallen wäre. So, ich habe aber gerade kein Bedürfnis hier langsam zu fahren, deswegen heize ich ja einfach mal durch die Gegend. Mal gucken, wenn wir danach tatsächlich noch einen vierten Schnipsel haben sollten, dem wir folgen müssen, dann können wir ja mal wieder das Bullenauto nehmen, um auch mal so eine Zwischenmission zu machen. Wer weiß. Mal sehen, mal sehen. Jetzt aber erstmal direkt zur Bücherei hin mit der Karre hier. Die ist schön schnell und schön agil. Gefällt mir. Aber ich meine, das sind die versteckten Fahrzeuge ja eigentlich alle. Sind auch seltsamerweise fast immer schwarz, habe ich das Gefühl. Weg! Just go easy, ja, komm, mach dich mal hier, schleich dich. So, fährst du halt mal falsch rum, ist mir egal. Ist er gerade auch einfach so weitergefahren, wie ich ihn geschoben habe, in die Richtung? Wäre lustig. So, und da sind wir auch schon am Ziel unserer Träume der Stadtbücherei. So, machen wir das so. Oh, gut eingeparkt, ja. Schön. So, Galloway, du musst sitzen bleiben. Du hast Pech gehabt. Du kannst heute nicht mitkommen. Gut, Private Property, okay. Ach, ich bin noch gar nicht auf dem Gelände von der Bücherei. Das ist natürlich doof. Aber ich will ja dann sowieso wieder mit dem Bullenauto fahren, deswegen kann ich die Karre auch einfach stehen lassen hier. Wir machen dann mal einfach hier drüben lang und kletterst du eigentlich, wenn du... Nee, du willst nicht klettern, okay. Du bist nicht so der Kletterer. So, dann nehmen wir doch mal einfach den Weg und begeben uns dann mal von dem Privatgelände runter und hin zum öffentlichen Gelände. Ich schätze mal hier lang. Ist das hier der Eingang? Ich weiß es nicht. Oh, sieht so aus. Stadtbücherei von L.A. 15.30 Uhr. Ich sehe ein langes Rohr außen. Und ich fürchte, das wird meins sein. I'm pulling rank here, Cole. Not hauling myself up there. Na klar. Go get him, Tiger. Dankeschön. Slow me down anyway, old timer. Aber immerhin, die zwei scheinen so eine Freundschaft inzwischen entwickelt zu haben. Und ich hatte ja schon mal gesagt, Galloway ist mir eigentlich bisher so der sympathischste Zeitgenosse von den Kollegen, die wir hatten bisher. Auch wenn er sehr grantig ist und halt, naja, so ein alter Mann halt. Er ist doch eigentlich ganz nett, finde ich. So, nutzen wir doch gleich mal das Gerüst hier aus. Ist doch praktisch, wenn sie das gleiche alles so schön hinstellen. Komm, schneller, Cole. Die 2 Meter kannst du auch mal... Oh, wirklich. Cole, das Brett ist so breit. Du hast es schon geschafft, auf einer Kette zu balancieren. Da wirst du doch wohl über dieses Brett gehen können. Und der kippt trotzdem fast runter. Ist es noch weit? Ja, ein paar Meter sind es offenbar noch, weil wir ja hier 5-mal drum rum müssen um das Ganze. So, aber ich hoffe mal, oben gibt es jetzt nicht wieder noch mehr zu klettern. Oh, noch mehr balancieren, echt. Will das Spiel jetzt etwa zum Jump'n'Run werden? Das muss nicht sein. Die Erfahrung lehrt uns, Spiele, die keine Jump'n'Runs sind, sollten nicht versuchen, mittendrin auf einmal welche zu werden. Das hatte ich bei Half-Life schon gehabt und es hat nicht funktioniert. Right, oh, du großer Philosoph. So, dann gehen wir einfach mal hier lang. So, na, das sieht doch ganz okay aus da drüben. Die Leiter ist auch schon zerschunden.
So, jetzt sind wir noch auf einem guten Weg, oder? Ja, das sieht positiv aus. Oh, Illuminati! Ich sehe es genau, Illuminati! So, das ist also das allsehende Auge, oben das Illuminatenauge. Und hier haben wir unsere Hinweise. Das ist ja ein Traum. Schauen wir mal. Um welche einst der grausige Tod gegrinst, begrabene Symbole der Zerstörung, Ruinen jetzt inmitten von Ruinen. Zur Seite hier die Trümmer stolzer Städte, bewohnt von Völkern, die die Erde deckt. Die sterblich waren, aber menschlich nicht. Seht ihre ungeheuren Werke liegen, ihr widriges Gebein. Und Marmorbilder von ihrer Hand und Häuser dort und Tempel, Gestalten wunderbar, die ihr das Grau gehüllt, nur der Vernichtung und zersplittert, versenkt nun in die dunkle Tiefe sind. Das klingt nach den Pits. Death laughed, sepulchered emblems of dead destruction, ruin within ruin. So this is a treasure hunt. Nee, wirklich. Das hast du ja früher erkannt. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen diesmal, ausnahmsweise. Bin mir aber nicht sicher. Our Lady of Guadalupe, ripped from Antonia's necklace. Ja, das dachte ich mir schon, dass das von ihrer Halskette ist. Das war das Opfer vom Seidenstrumpfmörder. Also von dem Fall. Die, die im Boardinghaus gewohnt hat. So. Oh, diesmal geht's gar nicht weiter. What is it this time? The religious metal from the Maldonado case. The Dahlia, Molar, Maldonado. When this gets out, we still have to find the guy, Rusty. Another poem. Well, you must have some idea, right? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. Diesmal habe ich ausnahmsweise mal eine Idee. Ah gut, wir gehen erstmal zum Auto. So. Ich nehme mal an, das wird jetzt umgestellt worden sein, oder? Das wird jetzt wohl hier drüben stehen. Ja, ja. Gut. Hat irgendein freundlicher Mitarbeiter die Karre mal auf den Parkplatz gestellt? Ach nee. Siehst du mal, das ist sogar... Da drüben ist, glaube ich, unser Bullenwagen. Das ist sogar der hübsche Wagen, den wir hier... Der geheime Wagen. Wie komme ich denn da rüber? Pips, du wirst doch wohl da drüber springen können, oder? Dann müssen wir halt drumherum laufen. Hier ist ja zum Glück eine Einfahrt. Ich hoffe mal, Galloway ist dabei. So, rein in die Kiste. Die sieht interessant aus, auch mit dem Fenster. Ne? Da fehlt die B-Säule. Sehe ich gerade. Ist ja putzig. So. We're gonna catch hell for this. Banging up innocent men. The newspapers will crucify the guy. They won't have time to wonder about our mistakes. We'll be okay, Rusty. As long as we catch the guy. Na, oh, Michael. Right, Cole. We'll be famous if we make this case. Ich bin gespannt. So, die Karte. Ich glaube, wir müssen hier hinten zu den Westlake Tar Pits. Die dunkle Tiefe, die klang mir so. Und auch die Zeugen vergangener Zeit oder wie auch immer das lautete, das klingt so wie archäologische Funde. Und die gibt es dort in den Tar Pits. Das sind ja Teergruben, ne? Also in den Teergruben hat sich ja Zeug konserviert. Die haben es auch in Filme geschafft, also mir fällt gerade spontan Sin City zum Beispiel ein. Dort kommen auch die Teergruben mit vor. Auch wenn Sin City natürlich nicht LA ist, aber es hat natürlich Anleihen von den großen Städten Amerikas. Und die Teergruben werden... Also ich weiß gar nicht, wie der Ausschnitt von Sin City hieß, oder diese Mini-Geschichte. Das war im ersten Teil, im ersten Film, das mit Clive Owen. Da kam das mit vor. So, einfach mal drüber heizen. So, mal schauen, ob wir dort richtig sind. Ich habe keine Ahnung, aber das wäre jetzt mein erster Tipp gewesen dabei. Ah, da passen wir durch. Alles gut. Auf dem Bullen sind die unterwegs heute. So, mal schauen. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie viele jetzt noch kommen hier. Gut, wir hatten jetzt schon ein Stückchen vom Seidenstrumpfmörder. Das heißt, eigentlich nach dem Seidenstrumpfmörder kam ja... Was kam denn danach? Da kam noch weiße Schuhe und ein Mord. Also das der letzte Fall, den ich in der Aufnahmesession vor dieser gemacht habe. Und dann jetzt noch die Sekretärin. Also maximal zwei Stücke eigentlich noch, die da irgendwie auftauchen könnten.
Und da wir jetzt nicht von jedem Fall hier was haben, vermute ich mal bald, dass nur, dass das jetzt unser letzter Ausschnitt sein wird. Und da werden wir bestimmt nochmal einen Schnipsel kriegen und der wird uns dann vermutlich irgendwo hinführen, wo was anderes liegt oder so. Keine Ahnung. Geh mal weg hier. Komm, mach mal, mach dich mal dünn, Mensch. Ach, natürlich. Ich veranstalte hier ein Chaos auf den Straßen. Es ist ein Traum. So, ich wollte eigentlich hier losfahren. Dass aber auch überall nicht niederreißbare Zäune stehen müssen. Das ist ja grausam. So, ich weiß jetzt bloß nicht, wo der Eingang in die Tarpitz ist. Hier auf jeden Fall nicht, so wie es aussieht. Hier ist mal wieder einfach nur eine Betonmauer. Dann machen wir mal gleich hier lang. Wenn die Böschung nicht so hoch wäre, würde ich ja einfach darüber heizen. Aber sie ist es nun mal. Und ich glaube, wir kommen ja auch nicht lang, oder? Na, doch. Doch, doch. Oh, Oh, danke schön. Dankeschön, dass ihr mich nicht reinheizen lasst. So, ich mach mal drüben zu dem Mammut hin. So, ich glaube, da sind wir besser aufgehoben als hier irgendwo am Rande, wo nichts ist. So. Hallo Mammut. Oh, das sieht gut aus. Westlake Tergruben, 16 und 10. Ich glaube, wir sind richtig, hä? Kann das sein? Westlake Tar Pits. 13 von 30 Wahrzeichen. Doch schon so viele. Wahnsinn. Vielleicht war das jetzt auch bloß so eine Einführung in die Tar Pits. Ich habe keine Ahnung. Nee, neues Ziel Insel erreichen. Okay. Sehr gut. These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it. Oh yeah. Dankeschön. Die Texturen waren auch super. Muss ich sagen. Very funny. Aber die Mütze muss sein, der Hut. Ja, da freut er sich. Da freut er sich, der Galloway. Mit einem genüsslichen Grinsen zieht er von dannen. Bewege dich schnell zwischen den sicheren Plattformen. Okay. Oh, na, danke schön. Das ist ja ein Traum. Oh, okay, ich muss hier lang. Easy. Kommen wir hier lang? Nein. Ach du Scheiße. Das sieht man ja besonders gut, wo der Steg lang führt. Großartig. So, dann machen wir mal hier lang. Steady. Das ist ja ein Traum. Aber an sich kann ja nicht viel schief gehen. Ich meine, ich muss ja einfach nur in Bewegung bleiben. Und so ein bisschen sieht man ja, wo der Weg lang führt. Zum Glück ist es nicht großartig verzweigt. Wow. Es ist auch total nützlich für die Leute, die auf die Insel drauf wollen, wenn das hier so... What? Was war denn das? Was? Och nö, kommt Leute. Och Mensch. Es ist auch total nützlich für die Leute, wenn die hier immer so total unsicher alles haben. Ich geh jetzt mal hier lang. War da etwa kein Steg, wo ich lang gegangen bin, dass er gleich direkt versunken ist? So, Cole, könntest du bitte gehen? Dankeschön. Du bleibst einfach stehen. So, ich glaube, diesmal sieht der Weg passender aus, oder? Hier vorne rechts rum, dann sind wir schon direkt vor der Insel. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Komm, den Rest kannst du dann mit einem beherzten Hüpfer erledigen. Okay, wir müssen ja erstmal wieder weg von der Insel. Natürlich. Das wäre ja sonst zu einfach. Ah, hier geht's nach links. Ein Traum. Wir haben es geschafft. Wunderschön. Nur einmal gestorben. Das ist gut. So, und da haben wir auch schon wieder... Ach, ein weißer Schuh. Natürlich, von weißer Schuh und ein Mord. Der hat ja noch gefehlt.
Der ist ja nicht aufgetaucht bisher. Na, schaffst du's? One of Teresa Tarleton's shoes. Und ein weiterer Brief. Weiter geht die Schnitzeljagd. Und jener anderen Lichtung dort im Wald, entrauscht im Wirbelsturm der Harmonien, ein Ball gefügt aus tausenden von Bällen, fest wie Kristall und doch durchfließt ihn ganz, als wär's durch leeren Raum Musik und Licht. Aha. A sphere which is as many thousand spheres. Okay, where to now? Ich hab keine Ahnung. Da müssen wir erstmal schauen. Gut, dass ich nicht wieder so zurück muss. What is it? Oh, wie romantisch. An open-toed white shoe and another stanza from the poem. Oh, I really thought that hobo bum did the Tarleton bronze. Confessions from the insane aren't the most credible evidence, Rusty. Is this thing over? It's all part of his power over us, making us run round all over the city for the crumbs he's leaving us. So if we keep this up, we can find the guy? Da bin ich mir nicht so sicher, wenn wir so weitermachen. Momentan ist er uns immer einen Schritt voraus und schickt uns nur dorthin, wo er will, dass wir sind. Natürlich kann er irgendwann mal einen Fehler machen und einen Hinweis hinterlassen, den er gar nicht hinterlassen will, aber momentan sieht es ja noch nicht danach aus. So, mal schauen, wo wir jetzt hinmachen. Jetzt habe ich mal wieder keine Ahnung. Ich meine, die Tarpits, die waren jetzt nicht so schwer zu erraten, aber dass da das jetzt irgendein Ball gefügt aus weiteren Wellen oder so. This guy looks out for women in bars who've had too much to drink. Who are emotionally disturbed. Need a shoulder to cry on, he plies them with booze. Probably offers them a lift home. Then beats their brains out and strangles them. Could be any schmo hanging out in a bar. No, not anyone. He displays the bodies, leaves us messages. For all the violence, it's very controlled behavior. Tja, das ist das Problem, es könnte jeder sein. Und ich möchte mal ganz kurz auf die Karte schauen, denn wir haben ja noch ein geheimes Auto nebenan, ein verstecktes. Das will ich natürlich noch mitnehmen, wenn wir schon sowieso mal hier sind. Wenn ich gerade mal wieder keinen Hinweis habe, wo wir hin müssen, kann ich doch auch mal sowas machen. So, dann müssen wir bloß mal schauen, wo genau wir hier lang müssen. Probieren wir uns einfach mal mit der Straße hier. Denn das ist ja eine ziemliche Sackgasse, wo das Auto drin steht. Da wechseln wir mal von einem geheimen Fahrzeug zum nächsten. Kann man auch machen. So, komme ich denn gleich hier irgendwie durch? Nee, ne? Ich fahre einfach mal den Weg lang, so wie er eingezeichnet ist. Und zwar hier. Schön um die Leute drumherum gekurft. So, da hinten ist es doch. So. Schauen wir mal, was wir hier finden. Haben wir ja auch eine Tür irgendwo? Ah, da. Wunderbar. Der ist ja nicht so hübsch, muss ich sagen. Ich stehe nicht so auf Holzkarosserien, muss ich zugeben. Naja, was soll's. Wir können ihn ja trotzdem mal ein bisschen ausfahren. Ein Chrysler Woody. Das trifft sehr gut, das Woody. Na gut, was soll's. Fahren wir ihn mal ein bisschen durch die Gegend. Und wo fahren wir denn jetzt hin, ist die Frage. Ein Ball gefügt von anderen Bällen oder so? Kunstmuseum. Die Amelassere Treffer. Gut, weiter geht's. Ja, das könnte hinhauen. Es ist eine Amelassere, ist kugelförmig und hat natürlich, dadurch, dass sie ganz viele Planeten in sich trägt, noch mehr Kugeln in sich. Und die Kreisbahnen, die die Planeten um die Sonne beschreiben, die sind auch, ja, naja, nicht kugelig, aber zumindest kreisförmig. Und viele Kreise zusammen, die alle um denselben Mittelpunkt gehen, bilden ja auch schon fast sowas wie eine Kugel. So. Es wird schon einen Grund haben, dass das hier noch mit Fragezeichen gekennzeichnet war, dieser Ort. Ja, das sieht gut aus. LA County Kunstmuseum. 18 Uhr. Dann sind wenigstens keine Touris mehr da. Oh nein! Wir müssen jetzt nicht durch das Labyrinth, oder? Och nein! Können wir nicht die Leute hier fragen, ob sie nicht ein Prospekt mit... On it goes. What do you think we'll reach the end of this thing?
Keine Ahnung. Können wir nicht die Leute hier fragen? How long is a piece of string? How many unsolved murders have we got in this city? Darf ich jetzt auch mal wieder? Können wir nicht die Leute hier fragen, ob sie eine Broschüre mit dem richtigen Weg durch das Labyrinth haben? Ich meine, wir müssen doch nicht auf gut Glück jetzt hier reinmachen, oder? Na, schauen wir mal. You ever been in here, Gallup? No. I have no intention of going in. I heard that thing's tricky. Na, danke schön. I want to wait here and have a quiet smoke. Think about hidden meanings. Du bist ein fauler Hund. Na komm, lass starten. Das kann ja super werden. Ich meine, zumindest eine Sache sollte mir ganz gut gelingen, die Orientierung zu behalten, in welche Richtung wir gerade gehen. Das kriege ich eigentlich meistens ganz gut hin. So. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir wieder zurück gerade. Momentan ist es noch nicht so kompliziert hier. Kann es sein, dass wir schon in der Mitte sind bald? Also ich meine, ich weiß es nicht, aber ich kann halt nicht einschätzen, wie groß dieses Ding eigentlich war. Das hat man nicht so richtig gesehen, finde ich. So, aber ich probiere das mal. Nee, jetzt laufe ich wieder. Oh doch, ich bin da. Mensch, das ging ja schnell. Gut, das war zufriedenstellend. Ah, ein roter Ring. Once belonging to Celine Axford Henry. Ah. Das ist der große rote Ring, den wir noch nicht gesehen haben bisher. Von der Fliegerin. Das war unser zweiter Fall im Mobdezernat, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Aber die Fälle sind also nicht chronologisch geordnet, um die es hier geht. Dann war die Black Dahlia, was also unser erster Hinweis war, den wir gefunden haben, wahrscheinlicherweise das erste Opfer, was noch außerhalb unseres Bereiches lag. So. Und wieder eine Nachricht. Altäre, Throne, Tribunale, Kerker. Von unglückseligen Menschen einst besetzt, die Zepter trugen. Tiaras, Schwerter, Ketten und Folianten. Voll verdrehten Rechts, bewundert stets von blödem Unverstand. Sie glichen nun den ungeschlachten Bildern. Gespenstern eines längst verschollenen Ruhms, die im Triumph von ihren Obelisken schauen. Thrones, Altars, Judgment Seats, Prisons. No, it couldn't be. Ja, bitte? Hast du schon eine Idee? Wenn ja, sag an. See? That was easy. Was I found dunkel? Celine Henry's ring. How far does this thing go? How did we not catch this nut job? Mensch, das ist schon richtig dunkel geworden. Hat er so lange für den Weg nach draußen wieder gebraucht? So, den sechsten Auszug entziffern. Altäre und Throne. Haben wir einen. Ne, wir sind ja gerade beim Kunstmuseum. Das heißt, das Museum fällt schon mal flach. Das ist schade. Galloway, komm, du hast dich ausruhen können. Du wirst doch wohl jetzt mal einen Meter zulegen können, oder? Sonst fahre ich ohne dich. Das habe ich schon mal gemacht, falls du dich erinnerst. Ich habe kein Problem damit. Los! Schneller! Gut. Ah. So richtig schön lässt sich mit der Karre nicht wenden. Die ist nicht so agil wie andere. He's leading us this trail of evidence. Why? Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves us evidence, but every location is a trap. He's testing us. Physically and mentally, to see whether we are worthy of him. The Titan guy. You have to stouse with God. Very good. You thinking about reading some Shelley? All that egghead stuff? Oh, I'm sticking to the funny papers and the form guide to sleep better at night. Gut, aber wo wir jetzt hin müssen, weiß ich immer noch nicht. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Was haben wir denn noch offen? Wir hatten den MacArthur Park. Was gibt's dort eigentlich? Den habe ich bloß so entdeckt, ne? Ja, ja. Gut, der ist also wahrscheinlich uninteressant, denke ich mal. Mayfair Hotel auch. Die Christ Crown of Thorns war noch markiert.
Neugotik verfiel, nachdem ein Sturm im September das Dach zum Einsturz gebracht hatte. Buntglasfenster ist eine Kreuzigung und die weinende Jungfrau darstellt. Hebt sich über einen verlassenen Altar. Ich probier's mal damit. Mal sehen, ob das funktioniert. Es muss einen Grund haben, dass das markiert war. Ich meine, zumindest haben wir einen Altar mit dabei. Das deckt sich ja schon mal mit dem Gedicht. Das ist ja schon mal ganz passend. Wir schauen mal. Und ich frage mich gerade, ob das wirklich alles Gedichte von Shelley sind. Wahrscheinlich schon. Ich nehme mal an, sie haben dann die einzelnen Orte dementsprechend jeweils gestaltet, die hier vorkommen. Damit das auf die Gedichte passt. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so ist. So, schön mit dem Cabrio durch den Regen heizen. So muss das sein. Jetzt ist es ganz schön schnell, ganz schön dunkel geworden hier. Stelle ich mal so fest. Also Phelps scheint sich auf dem Weg nach draußen in dem Labyrinth ziemlich verirrt zu haben. Gut, aber ich denke mal, wir werden bald zu einem Ende kommen hier, in dem Fall mit der Schnitzeljagd. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, so langsam wird es dann doch aufs Ende zugehen. Wie gesagt, wir haben noch... Ja, die Sekretärin jetzt, die müsste eigentlich noch offen sein. Ansonsten... Weiß ich nicht, was jetzt noch an Opfern da wäre, von denen wir noch irgendwas sammeln könnten. So, mal sehen, ob das passt. Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Geht hier was? Scheinbar nicht. Nee, ich glaube, wir sind hier nicht richtig. Es sei denn, es ist irgendwie außen dran, aber ich glaube es nicht. Nee. Nee, nee, nee. Das ist schade. Das ist sehr schade. Na gut, dann eben nicht. Dann befürchte ich, dass wir wieder darauf warten müssen, dass Phelps uns irgendeinen Hinweis gibt. Es sei denn, ich bin gerade zu blöd, den Eingang zu finden in diese Kirche. Kann natürlich auch sein. So, schauen wir mal auf die Karte. Vielleicht haben wir noch irgendwas anderes, was wir ansteuern können derweil. Beim Theater. Gibt es da eigentlich irgendwas Interessantes? Nö. Varieté-Shows, Cold Storage, was ist das? Eisherstellungsbetrieb. Ah ja, natürlich. Okay, dann würde ich sagen, fahre ich mal wieder durch die Gegend, bis Cole dann irgendwas sagt. Also, bis gleich.